Sole! Dass ich Lino Strasser gesungen habe, musst du ausschneiden. Ausschneiden! Ja, ich hab mich nur für den Fehler angemeldet. Ja. Das wird ja eine Zeitung sein, kann ja, Mikrofon. Aber jetzt haben wir Videos. Seid ihr gut drauf? Ja! Yeah! Wir sind heute live dabei auf der Schladminger Planal! Hey! Go, Manuel, Manuel Feller! Die letzten Tore und. Ja! Beim Ski-Opening waren wir das letzte Mal da in Schladming im Zielhang, da hat Robbie Williams gesungen. Und heute meldet sich Sonderreporter Michael Großschädel wieder von der Planei vom Night Race. Das schauen wir uns heute ganz genau an. Team Feller, wie geht's euch? Ja, gut. Ja, gut geht's dir? Ja, mir geht's super. Gewinnt das heute? Alle. Ja, sonst hättest du die Jacken nicht auf. Ja, gewinnt nicht sonst? Ja, ich weiß nicht, gibt ja ein paar andere auch noch. Linus Strasser. Ja, gewinnt heute. Der hat ja vor zwei Jahren. Wir haben die goldene Gams. Da reißt sie dem Kameramann die Ohrwaschel weg. Das passt. Zweiter? Strasser. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar, wie geht's dir? Mir geht's auch super, dankeschön. Was sagst du, wer gewinnt heute? Ja, natürlich Manuel Feller, wer denn sonst? Nein, als österreichischer Patriot, muss man das sagen? Ja. Ich weiß nicht, der Strasser ist schon gut drauf seit Kitzbühel, muss man auch sagen. Hörst, ist dir nichts kalt? Ja, servus, grüß dich. Mir ist überhaupt nichts kalt. Video. Ja, der auf andere sagen, sicher, komm her. Du hast keinen Fanschall und nichts. Nein, ich bin kein Fan. Aber du gehst schauen. Ich geh schauen, ja. Ich bin eigentlich nur zum Saufen da. Es ist wurscht, wer gewinnt. Das Bier schmeckt immer gleich. Schalalalalala. Was steht da drauf? SV Hasbach. SV Hasbach. SV Hasbach. Was ist das? Ein Fußballverein. Wo ist das? In Niederösterreich. Ist das Niederösterreich? Sicher. Da? Ja. Extra fürs Rennen? Na sowieso. War es gestern auch schon da? Nein. Es eskaliert sogar. Sicher noch nicht. Ja. Es ist eskaliert, okay. Sehr gut. Wieder was gelernt. Wenn du nur 5 Bier zu essen dann ja. Die trinkst alle du oder was? Ja sicher. Ich habe einen Durst auch. Bitte? Ich hilf dir mehr. Du hilfst dir mehr. Ja passt, dann gibt es jetzt 5 Bier für euch. Jawohl. Ich kriege 5 Bier bitte. Bitteschön. Danke. So, wie alt seid ihr eigentlich? 15. Was? Ja, sicher. Schau, Führerschein. Passt. Geht's hier aus? Bitteschön. Danke. Wer gewinnt heute? Feller. Zum Wohl. Servus. Heilige Maritikas! Würdest du ja wen grüßen lassen, na, gell? Gerade von der Strecke, Besichtigung zu Ende, wie schaut sie aus? Eigentlich ganz gut, es ist ja sehr warm, muss man sagen, es ist ja so föhnliches Wetter. Auf wen wartet ihr jetzt genau? Auf den Manuel, natürlich. Auf den Manuel, na klar, ja. War der noch nicht da? Nein, leider noch nicht. Ich hoffe, er ist noch oben. Ja, den Christoffersen haben wir nur gesehen, ja. Aber leider noch nicht. Ja. Okay, ich den Benny Reich habe ich schon gesehen. Ja, ja, der ist ja alt. Wir wollen nicht die Jungen. Das schneiden wir aus. Da sind wir, Planei Schladming ganz oben, Wandergruppe Landeshauptmann. Es geht zum Empfang hin, zur Schafalm. Da haben wir jetzt Zeit abrutschen ohne Ski. Charlie, wo hast du die Jacken her? Sei ehrlich. Ich schwöre, das ist selber aufgebügelt. Genau. Das ist selber aufgebügelt. Das muss ja so sein. Wer wird heute Erster beim Nacktrennen? Jetzt der Manuel Feller gestern hat er vorgelegt. Ne? Jetzt ist er so richtig heiß, oder? Jetzt ist er so richtig in Fahrt und richtig heiß. Wie wird es heute werden beim Nacktrennen in Schladming? Bin ich ein Prophet oder was bin ich? Eine Wahrsagerin? Nein, ich hätte gerne einen Tipp. Ja, der Manuel Feller wird schon gewinnen. Wird er gewinnen? Ja. ORF Quote besser als in Kitzbühel. Mehr ist nicht zu sagen. Wenn man da als aktiver Rennfahrer teilnimmt bei diesem Rennen und man kauft sich eine Tageskarte und fällt aber zum ersten Durchgang schon aus, kriegt man dann das Halbpreis erstattet oder wie ist das dann? Also ich denke schon, also das ist so gut wie die und zuvorkommend die Bergbahnen sind. Wenn die sich ja Ganztageskarten gekauft haben und beim ersten Durchgang ausfliegen, dürfen sie die dann zurückgeben und auf Halbpreis quasi reduzieren? Nein, dann wird was passieren, da brauche ich ein ärztliches Gutachten. Ob mir das alles zusammenstimmt, dann würde ich mit Augenzwinkern ja sagen, aber es gehört verraten. Ja, die beliebtesten Tickets für uns, das sind die Freischi-Tickets. Jetzt habe ich sie aber ohne Essen erwischt. Ach so. Ja. Und das Bier hat auch gerade wer weggekramt. Ja, eben. Darf man das überhaupt sagen? Die Leute tragen da alles weg und davon. Nicht ja, man muss, schau, und das, schon ist la. Sie ja. Sind ja öfter schon da gewesen. Ja, ich bin vom ersten Night Race weg hier. Das war, wo der Hansi Hinterseher noch mit einer Fackel gefahren ja, genau. ist, oder? So alt bin ich schon. Ja.
Genau. Wissen Sie die letzten 5 Sieger? Nein, weiß ich nicht, also, weil das kann ich mir nicht alles merken. Nicht. Ich frage mich, ob da wie beim Nehammer auch Wasser drin ist. Vielleicht frage ich das gleich. Weiß ich noch nicht. Kernöl habe ich heute leider keines dabei, tut mir leid. Aber ich sehe, Sie waren beim Friseur, gell? Schaut sehr fesch aus. Ja, ich war beim Friseur seit dem Steirerball zumindest. Ja, genau, dort haben wir uns das letzte Mal gesehen. Ich habe heute gesehen, Spezialgondel mit einem Tisch drinnen. Ist ein Bummerl ausgespült worden, klassischerweise auf. Meines war eine Idee gewesen, aber ich habe keine Schnapskarten eingesteckt gehabt. Und der Georg blieb leider auch nicht. Habt ihr eine Minibar dort drin? Ja, aber die war leer. So, jetzt ist er fort. Schön warten. Besser als ein Rennen sind natürlich zwei. Genau, also das ist, was wir jetzt erleben, das Night Race im Doppelpark mit Riesentorlauf und Slalom, ist für uns auch die große Chance, ein mehrtägiges Skifest in Schladming auszurichten. Haben Sie noch kurz Zeit oder sind Sie schon dahin? Am Sprung. Am Sprung? Ja, genau. Es, müssen Sie die Strecke besichtigen? Am Sprung quasi von Schladming am Kulm. Ach so, geht schon weiter. Da ist, aber Sie bleiben heute schon da, oder? Natürlich, natürlich. Dann nur ganz kurz, wer macht's heute? Ein Österreicher. Ein Österreicher. Das hoffen wir. Danke, Wiederschauen. Das ist ein Spezialtag, Sie da hörst. Dann gute Fahrt. Hallo. Jetzt darf ich alles sagen. Jetzt darfst du alles sagen, natürlich. Wir haben gestern gewonnen. Ja, ich weiß. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ich rufe dich gleich zurück, ich bin trocken, der dich schön grüßen lässt. Ich rufe dich gleich zurück. Okay? Sind Sie selber diesen Hang irgendwann einmal gefahren? Ja, schon oft. Schon ich bin oft. Sogar vor Jahren einmal bei so einem Benefizrennen mitgefahren. Ne? Boah, die Fanmeile leert sich. Wenn wir bei der Fanmeile sind, ist keiner mehr dort und alles und da. Aber es macht auch nichts. Wer gewinnt das Nacktrennen heute? Das Nacktrennen? Der Fälle, der macht heute einen Flitzer. Das gratuliere ich. Ihr seid die Ersten, die gehört haben, dass ich Nacktrennen sage. Klar und aerodynamisch. Ich komme da nicht weiter. Wo kommt ihr her? Schweiz? Aus der Schweiz, ja. Na, wer wird's heute machen? Ah, der Dave Riding. Der Dave Riding? Ja, 100%. Das Bier schmeckt überall gleich. Was ist das? Snapchat oder was? Snapchat. Na! Und da kann man immer sagen, Glück auf! Schau, wir interviewen jeden Platz, la. Der McGrath kann es machen, aber mach nur zu, so ein Fehler, hoffe ich. Was ist was denn das? Das ist die kleine Zeitung, also das nicht ist ein Mikrofon. Ja, woher seid ihr? Steiermark. Nein, ja. Tirol, alles klar. Wer gewinnt das Nacktrennen heute? Das Nacktrennen? Ja, natürlich wir nicht, weil sonst traut sich jetzt ja keiner aus. Pizza werden wir schon rausreißen. Ja, hier haben wir mal hier 2,5 Promille Vorsprung auf Manuel Fehler. So, wen wollt ihr grüßen lassen? Ich möchte einen Manuel Fehler grüßen lassen. Servus Bernie! Servus Bernie, wenn wir grüßen. Servus Bernie! Das ist ein super Haufen einmal. Was darum? Wir sind saugeil drauf heute für Österreich. Wir sind Feier, Salamander. Ja, sicher. Ja, klar. Du bist der Skilehrer. Ja, ciao. Feier, dein Skischuh, was ist mit dir? Wo bist du? Feier tut mehr Snowboarden, gell? Nein, er tut schon Skifahren auch. Echt? Du tust Skifahren auch, Feier? Unglaublich. Der Feier ist ein cooler Typ, echt wahr. Ja. Salto muss er noch üben, habe ich gesehen. Mexikaner! You're here from Mexico! Yeah. Yeah, welcome to Schladming, how are you? Very much, fine, and you? Yes, I'm fine too, thanks. Mit diesem Interview wäre bewiesen, not everyone with a wet microphone speaks terrible English. Da shoppt es, da kommt man nie rein bis zum Start, sage ich. Der hat viel Luft, ha? Was spielst du für ein Instrument sonst? Fleischtrompeten. Seid ihr alle Musikanten? Ja! Grüß Gott, hallo. Grüß dich. Warte, darf ich mal kurz haben? Na. Lukas Braten kommt nächstes Jahr wieder im Weltcup. Aber nicht für Norwegen, nein, oder? Nie mehr für Norwegen. Dann für, was ist es, vielleicht Brasilien, vielleicht für oder? Brasilien, habe ich gelesen. Oder für Deutschland. Das wäre gut. Oder Neureuther hat ihn geheiratet. Neureuther hat gesagt, ich heirate dich. Haben sie in Kitzbühel gemacht. Glaubst du, funktioniert die Ehe zwischen Neureuther und Braten? Das geht sicher so gut. Der Braten war letzte Saison so gut, nur wegen den Norweger. Ja, aber der fährt ja nicht mehr. Ja, eh leider. Habt ihr den Hans Knaus heute schon gesehen? Nein, gestern haben wir. Gestern? Ja, haben wir sogar ein bisschen gemacht. Ja, ich merke schon. Aber ihr seid Sport dran, gell? Ja, wer langsam ist, der verliert. Wer langsam, ja, ist im Skirennen so, genau. So ist es. Genau, also schön Höhe und Weite machen und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal, danke. Herr Bundeskanzler, sind Sie bereit zum Countdown? Ja, er läuft schon, die Anspannung steigt. Ja. Die Anspannung steigt, wer wird es machen heute?
Also ich hoffe unsere Österreicher, aber es ist natürlich immer spannend, aufregend und vor allem das Wichtigste ist, dass sich keiner verletzt. Das ist richtig. Wenn Sie sagen verletzen, die Leute rutschen da teilweise runter, haben Sie da Angst vor dem Schneeballeffekt? Der ist an sich immer unberechenbar, das stimmt. Ah, der erste gestürzt, zwar 10 Tore vorm Ende, ah, aber er steht wieder. Na, der Strasser ist nur durchgekommen. Ja, der ist bestens durchgekommen und der Feller hat die eine Sekunde, das bockt den zweiten Durchgang. Herr Feller, haben Sie eine Minute für uns oder nicht? Alles klar. Sind alle top, oder? Ja. Schau, wie der Strahlen durch habe ich vor, Tamara. Wahnsinn, das läuft, schau. Yeah! Wie sind Sie bis jetzt zufrieden? Ja, es ist eine ganz enge Partie und man sieht da, wie schnell alles alle fahren können. Stimmung passt. Zufrieden bis jetzt? Ja, natürlich. Alles möglich. Alles na, man kann ja sagen, der Feller hat sich abgeschaut, was der Odermatt gestern gemacht hat. Ja, und er hat ja gestern auch schon gesagt, er greift halt von hinten an. Das ist ja eh klar. Erster Durchgang ist vorbei. Wir sind wieder auf der Fanmeile. Mittlerweile habe ich die Kapuzen auf, weil es regnet. Auch der Manuel hat die Kamera gut eingepackt. Wir schauen einmal, was zwischen den Durchgängen los ist. Und naja, Linus Strasser in Führung, was soll ich sagen? Sixte. Deutschland! 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 Ja, das müssen wir leider rausschneiden. Wart ihr beim ersten Durchgang? Ja, waren wir schon tätig, sind wir beim ersten Durchgang. Jetzt wollt ihr was essen? Ja. Und jetzt Schub beim zweiten. Ja, Schub beim zweiten! Ja, wie viel Winter werden wir heute? Was schaffen wir noch? Wir werden Erster! Jawohl! Dann Manuel Feller auf 3! Manuel Feller auf 1! Manuel Feller! Druck auch den Bert Ladrein, fühlst du die Daumen. Ich bin von seiner Region und gehen wir auch ran. Das ist der second round, yes. Natürlich. Natürlich. Genau. Bitte. Yeah. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Abend. Reich Benjamin, Slalom, den haben wir heute schon interviewt. Ob in Knaus, Hans an oder Wisch, werden wir sehen. Vielleicht im Stadion drüben. Kommt's mit, das wird gewaltig. Hopsi, wie geht's da? Perfekt, oder? Seid ihr zufrieden bis jetzt mit dem Rennen? Aber Österreich könnte ein bisschen besser sein, oder? Ja. Aber jeder ist der Gewinner, der da runterkommt. So schaut's aus. Ist die Stimmung gut? Dankeschön. Jawohl! Sehr gut! Haben wir schon einmal anfuhren. Also gut, der ist als Nummer 28 jetzt. Also 2 hat er überholt bis jetzt. Aber super! Habt ihr bessere Schuhe? Oh, weiß ich nicht. Schon, gell? Schau, da drüben hätten wir auch gehen können. Da waren wir da eben zugekommen. Aber es ist ein Wahnsinn da, oder? Nein, die Atmosphäre ist ein Wahnsinn. Eben. Es ist echt glatt, gell? Es ist jetzt ja so eisig. Ja, also ist sehr schwierig. Ich habe heute schon das deutsche Touristenschuhwerk ausgepackt. Ja, du hast die weißen Turnbotschen auch. Also komm. Ja. Die Sieger der letzten 5 Jahre. Halleluja. Halleluja. Der ist nicht gefahren. Der ist schon da gewesen. Nein, das erste Mal. Aha, aber. Unterlang, ja. Wer gewinnt heute? Naja, Feller muss gewinnen. 4 Tore vor Schluss, oder? Ja, das ist wirklich ein Jammer. Hey Gott, nein. Nein. Das ist heute eine Exkursion. Na, siehst du das? Damit hätten wir das haben wir jetzt in der Zeitung, ja. Damit ist es offiziell. Genau. Was? Ja, das ist einfach immer super da. Jetzt, ja, es ist eine super Stimmung, was denn? Die Leute sind da, alle, was man kennt, ein wenig. Das ist einfach erste Klasse, vor allem wenn die heimischen Skirennläufer da sind. Was da ist, es gibt nie das falsche Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung, sage ich immer. Das ist richtig, zum Beispiel die falschen Schuhe, wenn es so eisig ist. Ja, das stimmt. Hat es dich schon aufgehauen heute da? Ja, einmal. Ich glaube, du hast die falschen Schuhe gehabt, gell? Alle. Vielleicht. Gibt's ja nicht, oder? Gibt's nicht, das ist ein Wahnsinn. Ist ja eine geschobene Geschichte. Ja, komm jetzt. Boah, das ist spannend. Und die letzten Tore und. Hey! Zweiter! Boah! Ordentlich Gas gegeben im letzten Stück. Jetzt auf dem zweiten Zwischenrang, aber es stehen heute noch 7 oben. Schauen wir, ob es ausgeht. Er ist 600stel hinterm ersten. Vielleicht reicht es fürs Podium. Glaubst du, der Feller fordert unter die Top 3? Ich glaube, es wird schwierig. Clément Noël jetzt auf der Strecke. Die letzten Tore, 46, 2, doch, Erster! Schau dir das an!
Schau dir das an! Das hat er nicht! Doch, das hat er! Sicher hat er das! Timon Haugan zaubert da einen Lauf. Manuel Feller, Vierter. Ei! Damit steht fest, Podest für den Feller wird es nicht mehr. Geschonene Partie. Mann, und jetzt überbringt, hat er das gewonnen. Und er kommt da die letzten Tore. Vor dem Ziel. 43, 44 und der Sieger. Hört euch das an. Unglaublich die Stimmung hier. Manuel Feller leider nur auf dem 5. Rang. Das war's aus Schladming.